man dem Nachbarn sagt, dass man eine Synagoge eingedeckt hat mit einem klassischen Turmhelm, dann ist da letztlich auch für den Laien klar, dass das handwerklich eine ganz, ganz große Herausforderung ist, wenn man auf Standardformate zurückgreifen muss. Mein Name ist Martin Bendrich, ich bin Vorstand der Löw AG. Ich bin dort seit 1999 beschäftigt, da als Dachdecker und Klempnermeister. Unser Schwerpunkt liegt ausschließlich im Rhein-Main-Gebiet und das heißt im Großraum 50 bis 60 Kilometer rund um Bad Homburg. Und in diesem Bereich führen wir von der kleinen Rinnenreparatur bis zum großen Flachdachprojekt in Frankfurt-Innenstadt in Wiesbaden auf Hochhäusern komplett die gesamte Bandbreite des Dachdeckerhandwerks aus, einschließlich der vorgehängten hinterlüfteten Fassadenbekleidung. Die jüdische Gemeinde ist auf uns zugekommen und hat mitgeteilt, dass das Kuppeldach marode wäre. Insbesondere würden Ziegel abstürzen und es würden Mörtelbatzen der alten Mönch-und-Nonnendeckung herunterfallen. Und irgendwann sind diese Mörtelbatzen aber einschließlich der deckenden Mönche runtergefallen, sodass dann akuter Handlungsbedarf gewesen ist. Und bis es dann überhaupt zur Planung der Baustelle gekommen ist, die dann Schwierigkeiten hatte, weil die Pläne der Kuppel waren nicht vorhanden. Das heißt, man hat das von unten alles per Laser aufmessen müssen. Aber die Anforderungen, die dann kamen, die Kuppel von oben nach unten gleichmäßig einlatten zu können, das war die Herausforderung, insbesondere da wir festgestellt haben im Zuge des Aufmaßes, dass die Kuppelsparrenlängen unterschiedlich lang sind. Und unterschiedlich lang heißt Differenzen bis zu 50 cm. Das heißt, wir haben unterwegs mindestens anderthalb Reihen, hätten beim Messen anderthalb Reihen mehr drin, mehr in den einzelnen Längen gehabt, als eben auf den anderen Seiten, was natürlich dazu geführt hätte, dass das Deckbild der Kuppel nicht möglich gewesen wäre. Nachdem das dann erledigt gewesen ist, war eigentlich die größte Herausforderung das Decken des Überganges zwischen den gleichmäßig geneigten unteren Bereichen der Kuppel und dem Ansetzen der Kuppel. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben, ich sag mal, mit 35 Grad geneigte Fläche und dann auf einmal wächst die Kuppel aus diesem Bereich und der Knick, der Übergang, erforderte handwerkliches Anpassen jedes Mönches und jeder Nonne, um die Rundungen mitgehen zu können. Und das hat zum Teil auch dafür geführt, dass die Konterlatten nochmal aufgefüttert werden mussten, einschließlich des Aufdoppelns der Dachlatte. So, und das hat sich dann fortgesetzt bis oben hin, bis man dann zu dem Turmhelm, der in Kupfer gedeckt worden ist, fortgesetzt hat. Im Zuge der Überarbeitung des Helmes sind die Fenster ausgetauscht worden. Das waren eingleisige Scheiben, die von den Tauben und von anfliegenden Vögeln immer wieder kaputt gemacht worden sind, sodass dort jetzt sowohl die Entrauchung der Synagoge selbst gewährleistet wird, als auch, dass man da oben ein Fenster hat, was auch schlag- und regensicher ist. Also der Vorarbeiter, der das hier gemacht hat, der war zu Anfang geschockt, aber er war relativ schnell begeistert, weil eben die einzelnen Schwierigkeiten und die einzelnen Steps, die vollzogen werden mussten, die haben dann seine Begeisterung geweckt. Und es war ein außerordentlich hoher Arbeitseinsatz, den alle gebracht haben. Aber im Endeffekt waren sie alle stolz und waren alle begeistert, mal auf einem, ich sag mal, herausragenden Steildach gewesen zu sein, was man so sicherlich nie wieder decken wird. Es ist mal was ganz anderes gewesen als eine Schieferdeckung oder als eine sonstige Tonziegeldeckung. Wer deckt heute noch Mönch- und Nonneziegel und wer hat heute noch im Unternehmen das Know-how, überhaupt diese Deckungen ausführen zu können? Und das war so der Punkt, das war der hauptausschlaggebende Punkt, dass man sagt, das muss ein Objekt sein, das muss für die Ewigkeit festgehalten werden und es muss auch einem größeren Teilnehmerkreis als nur der jüdischen Gemeinde und uns jetzt offengelegt werden. Zumal alles das, was wir hier heute gemacht haben, ausschließlich nur in Zustimmung mit der jüdischen Gemeinde gemacht werden konnte. Und wir haben im Vorfeld selbstverständlich auch die Erlaubnis eingeholt, dass wir uns mit diesem Objekt bewerben durften. Das Objekt war bisher das größte Highlight meiner beruflichen Laufbahn und eines der schönsten Objekte, die wir in Frankfurt mit begleiten durften.